So. Ja, es ist ein sehr emotionaler Abend heute Abend. Jetzt kommt ein Mann, der mit Gefühlsduselei überhaupt nichts am Hut hat, meine Damen und Herren. Denn er schlägt häufig härter zu, als es eigentlich nötig ist. Bin gespannt, was er uns heute mitgebracht hat. Bitte begrüßen Sie Serdar Sumuncu. Und wollt ihr, dass Stefan noch mal singt? Soll er auch noch mal so wie eben seinen nackten Arsch in die Kamera halten? Oder das Gesicht angezogen lassen? Oder soll er der neue Präsident von Libyen werden oder Wetten, das übernehmen? Wir leben in einer Gesellschaft der Gier, der Maßlosigkeit. Immer mehr, immer schneller, vorne, hinten, oben, unten. Die nächste Katastrophe kommt, die Sensation jagt die andere. Wir bauen unsere Stars auf, wir demontieren sie wieder. Ob Whitney Houston, ob Christian Wulff oder Lukas Podolski. Ja. Das ist schön, denn je mehr wir kriegen, desto primitiver werden die Bedürfnisse, die dahinter zum Vorschein kommen. Auch der Eurovision Song Contest ist so eine Art Bedürfnisbefriedigung. Ersatzkrieg. Ja? Deutschland tritt gegen Untervölker an. Man sucht die sich so wahlweise aus, obwohl die gar nichts mehr mit Europa zu tun haben. Also Aserbaidschan, Europa. Ja? Uns Türken wird seit Jahren verwehrt, Mitglied in der EU zu werden. Aber Aserbaidschan macht beim Eurovision Song Contest mit. Ja? Ja? Gut, so haben wir noch mehr Leute, die wir platt machen können. Man braucht ja immer Untervölker. Die Deutschen kennen das. Für die Deutschen sind alle anderen Völker Untervölker. Ja? Vornehmlich Österreicher und Schweizer. Da versteht man auch die Diskriminierung. Bei den Türken ist das anders. Die haben nur ein Untervolk. Die Griechen. Ja? Seit Jahren schon hassen wir die Griechen. Die Deutschen verstehen es jetzt mittlerweile. Ja? Früher sind sie noch in die Pommesbude gewackelt. Tzatziki, was dünner, dünner. Nix, nix, nix da. Und nach jedem Satz immer Malaka, 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 Malaka. Ja? Die Malaka-Ausstoßrate bei Griechen ist sehr hoch. Höher als bei Farbigen in New York die Motherfucker-Ausstoßrate. Ja? Die Mother-Ausstoßrate pro Minute, also MPM, ist bei Griechen nicht so hoch wie eben, aber auch sehr hoch als Malaka getarnt. Ich komme hier, Malaka, sitze Malaka, Studio Malaka, Stefan Malaka, Malaka, Malaka. Das mit den Untervölkern muss ich noch mal erklären. Es gibt auch Völker, da denkt man, man ist ganz unten angekommen. Und selbst die haben noch ein Untervolk. Albaner zum Beispiel. Ja? Also ich habe jetzt festgestellt, Albaner denken, sie wären besser als Kosovo-Albaner. Ja? Wenn man jetzt einen Albaner fragt, bist du Albaner? Der sagt, ja, oder Kosovo-Albaner. Hey! Ja? Das mag der nicht. Ja? Es gibt aber auch Völker, die geben sich als andere Völker aus, weil sie denken, sie wären dann was Besseres. Ja? Vietnamesen zum Beispiel, die geben sich als Chinesen aus. Ja? Ganze Horden von China-Taxis werden bevölkert von Pseudo-Vietnamesen, weil wir Deutschen nicht unterscheiden können. Den faulen Saigon-Akzent nicht unterscheiden können vom Peking-Akzent. Der Chinese redet ungefähr so. Der Vietnamese auch so. Ich rufe da immer an. Ja. Ich habe hier so einen Shop bei mir nebenan. Und dann gucke ich immer, ob der Typ da ist, dann gehe ich nach Hause und rufe an. Guten Tag. China Taxi, guten Tag. Haben Sie auch italienische Küche? Ja, haben wir auch italienische Küche. Haben Sie auch spanische Küche? Ja, haben wir auch spanische Küche. Ja, aha. Haben Sie auch deutsche Küche? Ja, haben wir auch deutsche Küche. Dann hätte ich gerne einen Schnitzel Holsteiner Art. Kann man Nummer sagen, bitte? V1! Also, zum Beispiel. Nur für die, die es kennen. Also, ja, also V1 ist nix, kein Gericht. Das geht eher in die Luft als in den Magen. Kann man ja bei Wikipedia nachgucken. Ich bin neulich auch aus Toleranzgründen in den Laden gegangen, um persönlich meine Toleranz zu demonstrieren. Und habe gelernt, wie das vietnamesische Nationalgericht heißt. Ja, das heißt Pho.
Also man muss auch so ein Gesicht machen. Fahr. Das ist so eine Suppe, bisschen glibberig, mit so Gemüse drin, Rindfleisch, gegoren. Schmeckt ganz lecker. Also bin ich in den Laden und sag, ich hätte gerne eine Fahr. Da sagt der Typ, Kennedy, was die dafür? Ja? Das ist eine Suppe, gegoren mit Fleisch und Gemüse. Nee, kenn ich nicht. Was ist das? Fahr! Was ist das? Fahr? Wofür? Fahr! Nee, Rindfleisch haben wir nicht. Gemüse haben wir. Habt ihr doch! Das Nationalgericht! Wie heute? Fahr! Fieh! Fuh! Fahr! Fahr zur Hölle! Und nach einer halben Stunde sagt er, meinen Sie Fahr? Dankeschön. Ciao. Serda Sumunju. Hier, wenn Sie das Programm von Serda Sumunju interessiert, der Hassprediger Hardcore Live, da soll ich es Ihnen sagen. So. Serda Sumunju, sehr zu empfehlen, nichts für schwache Nerven allerdings. Ja, er ist auf Tour, ab März wieder, wenn Sie ihn mal live sehen wollen, am 3.3. in Wolfsburg, am 23. und 24.3. in Darmstadt, dann in Bielefeld am 3.5. Nee, Quatsch, am 27.4. in Bielefeld. Ach, ich hab die da, okay. Das ist in Darmstadt, am 27.4. in Bielefeld und am 3.5. in Ingolstadt. So sieht's aus. Alle Informationen unter sumunju.de. So.